Hallo Bushcraft und Naturfreunde und all diejenigen, die gerne die eigene Intuition verbessern wollen. Heute würde ich euch gerne eine Idee vorstellen, die mir mal so durch den Kopf ging. Und zwar würde ich mir gerne einen Schmuck zum Bushcraften zulegen, beziehungsweise besser gesagt einen Hals anhängen. Gut, das wäre ja soweit nichts Besonderes. Da gäbe es ja viel auch zu kaufen. Aber das wäre mir zu langweilig. Gerne würde ich das mit einer meiner nächsten Touren verbinden. Wobei es da gar nicht mal so sehr um den Schmuck als solches geht, sondern mehr als Gelegenheit hernehmen, um weiter die Intuition zu schulen. Dabei kam mir folgender Gedanke. So ein nichtssagender Schmuck hat mir da einfach zu wenig Ausstrahlung. Warum nicht etwas, wo mit einem bestimmten Erlebnis in Verbindung gebracht werden kann? Schon fast eine Art Talisman? Die Idee ist eigentlich recht einfach. Man zieht los in den Wald, einfach drauf los, ohne Plan und ohne Route. Immer aufgrund der inneren Stimme sich führen lassen, mit dem Ziel, irgendwo und irgendetwas Besonderes zu finden oder zu erleben. Lass mich mal ein Beispiel machen. Man findet einen verletzten Vogel oder so, hilft ihm und eine verlorene Feder kommt dann an die Halskette. Oder, um es mal krasser darzustellen, ein Greifvogel setzt sich friedlich auf die Schulter, verliert dabei eine wunderschöne Feder. Oder man begegnet einem Bär und vor lauter Schreck verliert dieser einen Zahn. Nein, jetzt mal im Ernst. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Irgendetwas Besonderes halt. Vielleicht findet man eine besondere Münze oder ein außergewöhnliches Steinchen mitten im Wald. Einfach, naja, ein Geschenk der Natur. Eben einfach mal alles komplett offen lassen. Jetzt würde mich interessieren, wie ihr diese Idee so findet. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Beispiele oder Ideen? Und was ganz toll wäre, deshalb auch eigentlich dieses Video, wenn ihr solch eine Tour ebenfalls machen würdet. Oder vielleicht hat der eine oder andere so etwas sogar schon mal gemacht? Gerne könnt ihr mir dann eine Videoantwort senden. Ist doch spannend, was da alles so rauskommen wird dabei. Und jetzt bin ich vor allem schon gespannt, auf wie viel Interesse diese Idee stoßen wird. Sehr gerne könnt ihr mir auch schon vorab schreiben, wenn ihr solch eine Tour vorhabt und was euer Wunsch, euer Ziel dabei sein wird. Es muss ja kein Schmuckanhänger sein, es kann sich dabei ja auch um etwas anderes handeln. Also, ich freue mich, bis bald, euer Waldläufer.